Ja, ich hoffe, ihr konntet diese Zeit der Stille jetzt wirklich für euch persönlich nutzen. Wenn ihr noch mehr Zeit braucht, dann nehmt euch die. Ihr habt dafür nochmals Zeit in den Pausen, auch vielleicht euch auszutauschen über diese Themen. Oder wenn ihr wieder zu Hause seid, nehmt euch die Zeit und schreibt nochmal in dieses Büchlein hinein. Genau, wie Karin schon angekündigt hat, hören wir jetzt eine Lebensgeschichte, und zwar von einem jungen Mann, der fällt hier in diesem Kontext ein bisschen auf, aber der ist super cool und das ist Ruben, deswegen lasst uns jetzt ihn mit einem riesigen Applaus begrüßen. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns ja vorhin schon gesehen. Du warst auch schon ein paar Mal bei uns in der Kirche, richtig cool. Für die, die ihn nicht kennen, er heißt Ruben, aber er hat auch noch sozusagen einen Zweitnamen, Copain, denn er rappt auch noch sehr, sehr gut. Das werdet ihr nachher auch noch hören. Genau, und du hattest oder hast eine wahnsinnige Lebensgeschichte. Wie Maria Prean gestern gesagt hat, so eine Baustellenphase, und hast dich da aber recht gut wieder rausgeholfen, und Gott hat dir wirklich da gezeigt, den Weg gezeigt und dir da geholfen, und du wirst uns jetzt da ein bisschen näher bringen, diese Geschichte, und darauf freuen wir uns natürlich. Ja, hallo erstmal, also richtig schön, dass ich hier sein darf heute. Du hast Fans. Ja, also sehr neues Setting für mich heute, aber ich freue mich auf jeden Fall. Ja, also ich bin Ruben, ich bin 21 Jahre alt und mache Musik unter dem Namen Copain. Und ja, darf ich einfach loslegen, ein bisschen was zu erzählen? Ja, genau, erzähl einfach. Ich habe hier jetzt meine Notizen dabei, damit ich nicht durcheinander komme. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen mit 7 Geschwistern. Wir sind 8 Kinder insgesamt. Und deswegen war es bei uns schon immer sehr chaotisch zu Hause. Wir gingen damals alle zusammen in eine Gemeinde, aber es war nicht immer leicht. Genauer gesagt, war es sehr, sehr schwierig zu Hause. Der Glaube hat schon immer eine zentrale Rolle gespielt, aber das war leider nicht, das konnte leider nicht verhindern, dass die Ehe meiner Eltern sehr, sehr schwierig war. Und yes, genau, deswegen hatten wir es schon immer sehr, sehr schwierig zu Hause, und meine älteren Geschwister sind schnell in Probleme abgerutscht und hatten halt niemand, der sich wirklich um sie kümmert, weil meine Eltern so sehr in Problemen verstrickt waren miteinander. Und irgendwann kam es dann auch dazu, dass mein Vater, der früher schon in seiner Jugendzeit und jungen Erwachsenenalters, damals hatte er schon mit Problemen zu kämpfen. Als er meine Mutter kennengelernt hat, ist er davon weggekommen und hat sich bekehrt zu Jesus. Also er hat durch meine Mutter zum Glauben gefunden. Aber in diesen ganzen Eheproblemen und Stress mit den ganzen Kindern, Familie und so, ist er dann leider irgendwann rückfällig geworden. Und hatte auch eine Krankheit, die er meiner Mutter verschwiegen hatte. Und dieses ganze kam dann oder führte dann dazu, dass meine Mutter einfach nicht mehr konnte. Und es hat dazu geführt, dass meine Mutter sich von ihm getrennt hat. Und dann war sie alleinerziehend. Also mein Vater ist dann weg, musste raus aus dem Haus, hat die Sachen gepackt. Wir haben ihn dabei beobachtet und haben gefragt, Papa, was ist los? Wir wurden auch nicht so sehr eingeweiht, und er hat es uns probiert zu erklären. Es war sehr, sehr schwer, aber dann ging es weiter, und meine Mutter hat alleine weitergemacht mit uns Kindern. Ein paar von uns sind dann, oder die Ältesten sind schon ausgezogen und hatten, wie gesagt, schon ziemlich krasse Probleme. Ein Bruder von mir zum Beispiel hatte keine Beziehung mehr zu meiner Mutter, hat sie gehasst, und meine Mutter hat ihn auch total abgelehnt, und genau dazu kommen wir aber gleich noch, was Gott daraus gemacht hat. Und ein anderer Bruder hatte Probleme mit der Polizei, ist auch in Drogen abgerutscht und so weiter. Ja, dann ging es weiter. Meine Mutter hat es nicht lange ausgehalten mit uns allen. Sie ist dann leider auch
krank geworden, hat einen Burnout erlitten, total Nerven am Ende. Und es kam dann an einem Tag so, dass wir in der Schule waren und meine Mutter ist raus. Sie ist einfach weg und hatte einen bestimmten Plan. Und zwar einfach diese ganze Sache beenden. Und hat sich auf die Gleisen gestellt und war schon bereit, alles zu beenden. Sie hat so beschrieben im Nachhinein, in ihrem Kopf gab es nichts mehr anderes, außer Schluss, Ende, einfach raus hier aus diesem Leben. Und an diesem Tag sind wir dann in eine Pflegefamilie gekommen. Ich muss ja noch das Ereignis zu Ende erzählen. Gott hat einen anderen Plan gehabt. Und zwar hat er nicht gesagt Schluss aus Ende, sondern hat gesagt, es geht weiter. Und eine Freundin hat sie angerufen und hat sie ermutigt oder hat ihr befohlen, du musst da jetzt runtergehen. Und sie hat auf sie gehört, ist wieder runter und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Aber ja, dann begann eine sehr schwere Zeit für uns. Wir sind ins Heim gekommen, nachdem wir in der Pflegefamilie waren. Und dann hat sich aber schon gezeigt, dass der Glaube, dieses Fundament, was wir hatten, dass es einfach seine Wurzeln geschlagen hat. Und wir haben auf Gott vertraut. Wir haben zusammen als Kinder gebetet, haben geglaubt, dass Gott einen Plan hat. Und dieses tiefe Vertrauen war wirklich schon da, dass auch in dieser Zeit keine Zweifel an Gott aufkamen, sondern wir haben weitergemacht. Für meine älteren Geschwister ging es aber leider weiter bergab während der ganzen Zeit und sie konnten sich auch wenig um uns kleinere Geschwister kümmern. Meiner Mutter ging es dann irgendwann wieder besser. Sie hat Therapie gemacht, Reha und wir durften tatsächlich wieder nach Hause. Und währenddessen Gott an manchen Geschwistern von mir gearbeitet hat und sie wirklich rausgezogen hat, ist dann mein engster Bruder, der schon immer an meiner Seite war, sehr, sehr krank geworden. Er hat auch Mobbing erlebt und ja, es hat ihn ganz mitgenommen, die ganze Zeit mit der Familie und dann ist er abgerutscht. Aber währenddessen hat Gott schon an meinem älteren Bruder, er heißt Simon, gearbeitet und da kann ich auch schon das erste Zeugnis da von ihm erzählen, weil er ist wirklich aus Drogen, Kriminalität, Gewalttaten rausgekommen, komplett. Gott hat ihn da rausgezogen und er hat sich bekehrt und konnte komplett Abstand davon nehmen. Und ja, jetzt hat er eine Familie, hat ein Kind und ja, eine Frau und das ist einfach wunderbar. Aber ja, es ging weiter. Ich war zu der Zeit, bin ich in eine Jugendgruppe gegangen in meinem Heimatort und konnte da halt einfach Kraft tanken bei Gott und auch Identität suchen und finden. Ich wurde in der Zeit auch gemobbt für meinen Glauben, für meine Größe. Ich war sehr, sehr klein, für die Musik, die ich damals schon gemacht habe. Aber was ich da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Identität, die mir Gott zugesprochen hat, die kam dagegen sowas von an. Und ich konnte wirklich erleben, wie Gott mich durch dieses ganze Mobbing und Familienzeug alles durchträgt und nie hat er mich aufgegeben und immer hat er gesagt, weitermachen, weitermachen und hat mir so viel Liebe ins Herz geschenkt und hat mir so viel Stärke gegeben und Mut, einfach immer weiterzumachen. Währenddessen hat Gott einfach immer weiter an meiner Familie gewirkt und mein Bruder, mein engster Bruder, der so krank geworden ist, der durfte auch Befreiung erleben. Das war ganz krass und ja, er war in so vielen Dingen einfach verstrickt, ist von Klinik zu Klinik und keiner konnte ihm mehr helfen. Er ist sogar am Ende auf der Straße gelandet, aber Gott hat ihn komplett rausgezogen. Heutzutage können wir zusammen unterwegs sein auf der Bühne. Er ist heute leider nicht da, aber er unterstützt mich auch. Und da ist wirklich einfach keine Spur mehr von dem, was der Feind anrichten wollte, sondern wirklich pure Freiheit. Vielen Dank. Ja, genau, das ist so, so krass, wenn ich zurückschaue und einfach überlege, wo das Ganze hätte enden können, was wir alles erlebt haben. Meine ganzen Brüder, also jeder einzelne von meinen großen Brüdern, war verstrickt in Dingen, wo das Leben einfach komplett zu Bruch gegangen ist. Und jeder einzelne meiner älteren Brüder hat Befreiung erlebt durch Jesus. Mein ältester Bruder hat
die beste Beziehung mit meiner Mutter von allen. Der Bruder, der kriminell war, in Drogen verstrickt, hat damit nichts mehr zu tun, ist bei Jesus. Also er ist noch auf der Erde, aber er ist mit Jesus, genau. Der Lukas, mein Bruder, der hat auch Drogen konsumiert, hat eine Psychose gehabt, ist auch komplett frei davon. Joel, mein Bruder, mein engster Bruder, der sehr stark spielsüchtig war, Spielothek, auch kriminell geworden, auch geklaut und so, ist auch komplett frei davon und das ist einfach so wunderbar. Ja. Also ich will euch ermutigen, dass egal wo ihr drin steckt, dass ihr weitermacht und an die Gnade Jesu glaubt, dass er euer Leben wirklich, dass er aus Asche Gold machen kann, weil ich das erleben darf. Und ja, vielen Dank. Das Coole finde ich, dass er mich vorhin gefragt hat, warum wir ihn eigentlich an diese Ladies Conference eingeladen haben. Und ich weiß ganz genau, wieso. Hey, dein Zeugnis ist Wahnsinn und ich bin immer wieder begeistert von dir. Du wirst uns jetzt noch was rappen. Deswegen lasst uns ihn unterstützen, aufstehen, hört auf den Text. Es ist Wahnsinn, er hat nämlich da wirklich seine Geschichte auch interpretiert und verarbeitet. Deswegen lasst uns ihn unterstützen gemeinsam. Let's go. Der Song heißt Zieh mich an Land. Zieh mich an Land, bin durch so viele Krisen gegangen. Reich mir deine Hand und zieh mich an Land. Ich fange schlechtere Zeiten an, Texte zu schreiben. Ich brauch Ruhe und schreib auf, was mich bewegt. Wenn Ängste und Leiden wieder mal versuchen, mich in die Enge zu treiben, dann ist das hier auf jeden Fall der beste Weg. Es kommt loszulassen, nicht in mich reinzufressen. Doch bleib im Fesseln, weil mir Rap nicht die Macht gibt, mich davon frei zu sprechen. Wenn ich diesen Text ins Mic anrappe, ist es zwar für eine Zeit vergessen. Eine Stunde später droh ich einzubrechen. Doch das ist nicht das, was ich will. Es sind Nächte, die mich killen. Ich weiß zwar vom rechten Weg, doch will ankommen. Bleib ich da, bleib ich still, fühle mich so blind, will vorankommen. Ich will ein Licht sein, aber so oft nehme ich es nicht ernst. Bin ein Christ, man kann es in meinem Leben nicht erkennen, denn ich seh nicht meinen Wert. Deshalb bitte ich dich, Jesus. Zieh mich an Land, bin durch so viele Krisen gegangen. Reich mir deine Hand und zieh mich an Land. Ja, zieh mich an Land, bin durch so viele Krisen gegangen. Reich mir deine Hand und zieh mich an Land. Du bist doch für deine Liebe bekannt, denn ich halte den Gefühlen nicht stand. Seh mein Spiegelbild im Wasser und es widert mich an. Sag mir, ich bin ein Versager und bin wieder gefangen in dieser Angst, yeah. Bitte schöpf deine Kraft, ich brauch mehr, wenn der Druck bin. Ein Frack, diese Last ist so schwer, ja. Ich dachte, es klappt, doch jetzt hab ich gelernt. Ich versuch allein zu kämpfen, deshalb kann ich nicht mehr. Sei du mein Begleiter und helf mir im Kampf gegen die Welt. Dann werd ich nicht scheitern und hab keine Angst, weil du mich hältst. Dieser Reise vertraut ich so lang nur auf mich selbst, yeah. Aber jetzt weiß ich, ich komme bald an, denn du bist mein Fels. Zieh mich an Land, bin durch so viele Krisen gegangen. Reich mir deine Hand und zieh mich an Land. Ja, zieh mich an Land, bin durch so viele Krisen gegangen. Reich mir deine Hand und zieh mich an Land, yeah. Amen. Der zieht auch dich an Land. Da, wo du stehst. Da, wo du im Meer gefangen bist und deine Hand ausstreckst, da zieht er dich raus. Amen. Dankeschön. Dankeschön. Der nächste Song heißt Ankommen und ich ermutige euch, heute bei ihm anzukommen und wirklich alles abzulegen, was euch vielleicht daran hindern möchte, bei ihm wirklich anzukommen. Legt alles ab, gebt ihm euer Herz und genießt noch den letzten Song. Dankeschön. Dieses Ankommen, wenn ich genau weiß, dass du mich aufhängst, egal wo ich bin. Du bist hier
bei mir so lang schon, auch wenn ich ausreiß, hol ich so nicht zurück, ich kann nur gewähren. Geschichte.